Moin. Servus. Moin. Yo, da bin ich wieder in alter Frische mit einem neuen Video und ja, logischerweise auch mit einem neuen Horrorspiel. Nine Childs Street, denke ich mal. Die Demo, ich glaube, die Vollversion ist noch gar nicht draußen. Ja. Natürlich habe ich mich wieder nicht erkundet, worum es in dem Spiel funktioniert. Worum es in dem Spiel geht, das wollte ich sagen. Play, Volume, Sprache kann man... Machen wir mal wieder zurück. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach rein ins Game. Mal schauen, was... Armin, the protagonist of our story, was a very curious boy. He is about to turn 9 years old. After his birthday, he... Ich lese das mal nicht laut vor, weil sonst lacht ihr mich noch aus. Ja, irgendwas ist vorgefallen, irgendwelche, so wie immer, irgendwelche mysteriösen Sachen in einem Haus. Wir sind ein 9-jähriger, junger, kleiner, frischer Kerl. Geht schon los? Ach lol, es geht schon los. Post. Vom Arbeitsamt bestimmt. Wo kann man hingehen? Kann man sprinten? Oh, man kann ein bisschen sprinten, das ist nicht so geil. Aber ich denke mal, wir müssen da in dieses Haus direkt, aber hier ist... Kann man crouchen? Get into the house, ja, aber wie? Hat man eine Watte? Ah, okay, die Flaschenlampe. Flaschenlampe? Taschenlampe, so. Die Taschenlampe kann man ausmachen. Schon mal gut zu wissen. Ich glaube, crouchen, also ducken kann man sich nicht. Ich hoffe, das ist... Okay. Ja, von der Grafik her ist es gar nicht so schlecht. Hallo? Ja, natürlich wieder zu. Muss man wieder... Die 50.000 Türen, die hier außen rum sind, versuchen... Ah, hier. Sieht das gruselig da drin aus? Hallo? Was war das? Einfach eine Schaukel, ja moin. Hä? Wieso quietscht die denn, wenn da keiner drauf ist? Mann, oh Mann. Eine Rutsche. Oha. 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 So, wo können wir... Hier ist eine Tür. Ah. Oh nein, oh nein. Examine the room with light on the second floor. Was? Oh, Alter, das Haus sieht anders gruselig aus. You can see the objective in menu escape. Ach so, okay, das mit escape zeigt er uns das an, was wir machen müssen. Glaube ich. Alter, warum erschrecke ich mich bei so einer Scheiße, Alter? Hä? Was war das? Ey, da ist ein Lämpchen. So. Hallo? Hallo? Oh, Kurva! Ey, das ist ein Nike-Ball. Alter, anders gute Quali. Nike-Bälle waren immer stark damals. Aber wir haben hier ein Briefchen von Chelyabinsk. Aus Russland? Hello Jack, I am a long time fan of yours and I really love your work. I would like to get an exclusive doll. Och nein, wieso wieder Puppen? Doll ist Puppe, ne? An die, die kein Englisch können, ne? Doll heißt Puppe. Oh nein, oh nein. Ne, hoch gehe ich noch nicht. Von da kam ja der Ball. Zwei kleine Boys. Warte, ich soll irgendwas mit Licht angucken. Hm. Noch eine Treppe. Warte, wir gehen einfach mal die Treppe. Ich glaube, nee, hier ist zugestellt. Hier ist zugestellt. Kann man die Lampen anmachen zumindest? Nee, kann man nicht. Einige Türen sind verschlossen. Oh nein, Musik. Hallo? Ah, safe, der ist oben. Licht? Sonnenlicht? Oha! Warte, wieso gucken die immer so grimmig auf den Bildern? Na komm, wir gehen ins Licht. Ich wollte gerade sagen, der sieht ein bisschen... Der sieht ein bisschen aus wie Michael Jackson damals bei, in dem... In welchem Lied war das? Thriller, genau, Thriller, wo er sich zum Werwolf verwandelt hat. Safe. Kann man hier rein? Oh mein Gott, man kann hier trotzdem rein. Alter, tauscht mal die Türen aus. Ein Sarg? Ja, moin. I was waiting for you. Das ist nicht gut. Ich habe nicht auf dich gewartet. Lief... Gut, war, wenn jetzt einer hinter mir ist.
Ich knall dir so eine in die Fresse, du kleiner. Ich dreh mich einfach um. Da ist keiner. Ach doch, da ist jemand. Moin. Wer bist du? Ist das ein Schatten oder steht da jemand? Das ist doch ein Schatten, oder? Hallo? Oh, Kurva! Alles gut. Ich dachte, das ist ein Schatten. Die Atmosphäre gefällt mir bisher. Leave the house. Achso, ja, ich soll das Haus leaven. Kein Problem, mache ich. Nicht. Alter, noch eine Küche oben. Alter, wie reich sind die denn? Oder hatten die keine unten? Ah ja, ich wollte gerade fragen, warum wir so klein sind. Aber wir sind ja 9 Jahre alt. Das habe ich schon ganz vergessen wieder. Junge, diese Bilder an der Wand, ne? Naja. Alter! Wieso hängt man ein abgemagertes Kind einfach an die... Achso, da ist ein Zettel. I always knew that children attracted me. They carry good in the... Keine Ahnung. Also das klingt für mich, als wäre da ein Pedo. Irgendwas... Oh nein. Wieso flackert das Licht? Keine Taschenlampe mehr. Keine Batterien. Was war das? Hallo? Ah, da ist was aufgegangen. Oder? Nee. Ah, man kann Sachen aufmachen. Ah, lol, das wusste ich nicht. Kann man jetzt hier runter? Okay, mal. Naja, wer bist du denn? Ist da jemand drin? Hallo? Zum Glück kann man die Tür nicht aufmachen. Wir gehen einfach mal runter, weil wir sollen das Haus ja verlassen. Oh, Kurwa, Digga, habe ich gerade Panik. Ich laber gerade so viel, weil ich echt Schiss hab. Ich muss mich ein bisschen ablenken. Oh nee, wieder diese Musik. Tür ist auf, sehr schön. Kommen wir denn jetzt weg? Oh nein. Oh nein. One-Touch-Football hier. Oh nein, bitte nicht. Passiert mir nichts. Hallo? Hallo? Wo soll ich denn hin? Ich geh mal da lang. Das sieht so aus, als würde ich hier lang müssen. Wieso ist die Musik komplett weg? Das macht mir gerade ein bisschen... Oh, ich hab schwitzige Hände. Oh nein, noch Kinder dazu. Warum muss in jedem Spiel entweder eine Puppe da sein oder ein Kind? Pro 7, mach an. Oder Sport 1. Nachtshow, oder wie das heißt. Oh man, diese Türen muss man echt... Warum hängt man denn 2 gleiche Bilder auf in dem im Haus? Aber irgendwie passiert nichts. Wo ist denn das Kind? Find the source of crying. Natürlich oben bestimmt wieder, ne? Oh, halt die Fresse, heul nicht, Baby. Warum flackert mein Licht wieder so? Bist du hier drin? Hallo? Was ist das denn? Hide? Nee. Versteck mich mal lieber nicht. Nein, ich gehe da doch nicht rein, oder? Soll ich da rein? Mach mal. Ich glaube, das ist falsch. Ja, von wo kommt denn diese Heulsuse? Hier bestimmt. Oh, halt die Fresse. Hallo? Ey, das ist so laut gerade. Hey, hier ist keiner. Das macht doch gar keinen Sinn. Oder sind die unten? Ah, hier! Oh, zum Glück. Achso, ein Brief. Help us, the key is in the TV. In the TV? It's above. Ey, da war eine Hand. Ey, da war eine Hand. Ich schwöre, ich hab's gesehen. Ich hab das safe gesehen. Ich hab Adleraugen. Jetzt muss ich wieder runter, ne? Wo komme ich denn wieder runter? Oh mein Gott, ich hab so Panik. Jetzt muss ich an die andere Treppe wiederfinden. Wo war denn die andere Treppe?
Oh Mann, immer diese Sprinten, Alter. Guckt euch das mal an, das ist einfach Sprinten. Warte, die Treppe. Wer bist du denn? Hallo? Machst du was? Nö. Alles gut? Ich verabschiede mich. Ist above the... Hallo? Ah, da ist TV. Ich hab's. Ey, da war wieder ein Schatten. Ich seh, ah, hier. Ich hab's. So, Steve is my new 9-year-old friend. In honor of this, I built a swing. Find the key. Ach so. Ist above... Da ist er. Hey, wie nehme ich mir den? Hä? Kann ich denn den Schlüssel nehmen? Hallo? Wie kann ich denn den Schlüssel nehmen? Kann ich irgendwas werfen oder so, damit der Schlüssel runterfällt? Safe, oder? Ja, da oben ist der Mann. Man sieht doch den Schatten. Seid ihr dumm? Aber wie nehme ich den? Junge, der schwankt auch rum nach links und rechts, ne? Kann man hier springen? I don't reach, I need a chair, habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt, ich brauche einen Stuhl. Dann kannst du nicht einfach hier irgendwas verschieben. Oh nein, bestimmt aus der Küche. Safe aus der Küche muss ich jetzt den Dings holen. Hallo. Wo ist denn jetzt schon wieder die Küche hin? Hier, ich hab's. Ich hab einen. Wo war jetzt der Fernseher nochmal? Hier. Warum ist der okay? Warum ist das jetzt rot? Egal, scheiß drauf. Geh mal rauf da, Kollege. Nehmen wir den Schlüssel. Dankeschön. Und jetzt geht's los. Wir haben's. Kinder, ich helfe euch jetzt. Ich komme. I'm coming. War das hier lang? Nein, ne? Hier war wieder dieser Schrank, oder? Ne, hier kommen wir hoch. Sehr gut. Was ich aber lost finde... Okay, der Typ ist da immer noch. Aha. Was ist das denn jetzt hier? I'm going to die soon. It doesn't really make me sad. I want to do the last job. Connect the children so that they live peacefully. Haben die hier gelebt? Wo war denn der Raum? Ach, ein weiter, glaube ich, ne? Ein weiter. Nee. Jetzt habe ich mich wieder... Jetzt habe ich mich verlaufen. Wo war denn der Raum, wo die Kinder waren? Ah, hier. Hier sind Blutspuren sogar. Gar nicht gesehen. Oh nein, irgendwas passiert jetzt. Da kommen wir hier rein. Hier war nix. Hier ist ja nur so ein Raum. Ah, da ist noch eine Tür. Kann man auch aufmachen. Aber hier ist safe nix. Das kann doch nicht so sein. Das kann doch nicht so schwer sein, einfach einen Raum zu finden, oder? Hä, hier waren. Wo war denn dieser kacke Raum? Stand der nicht hier? Der stand doch hier, oder nicht? Hier war doch die Tür, glaube ich. Da steht jetzt der Schrank vor, oder nicht? Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, der Schrank steht da jetzt vor. Kann gar nichts machen. Warte, wir gehen einfach nochmal nach unten. Aber jetzt weiß ich nicht mal, wo die Treppe ist. Hä, Digga, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier ist Blut. Find the key, bla bla bla. Hier ist Blut. Vielleicht muss ich der Blutspur folgen. Ah, das macht Sinn. Das macht Sinn. Hier ist Blut. Hallo? Wer redet da? Ja, ich bin auf der richtigen Fährte. Hier rechts. Und. Noch geradeaus. Hier, diese Tür. Hallo? Oh nein, Keller noch sogar, ey. Warum sind die ganzen Familien in den Horrorspielen immer so reich? Hallo? Oh mein Gott, was geht denn da ab? Satan. Ich hoffe, es kommt kein Jumpscare jetzt. Oh mein Gott.
hoffe, der... Nee, egal, ich sag's nicht. Soll ich das aufmachen? Oh, cool! Digga, das war so ein Müll-Jumpscare, ne? It was again a stream. But soon Armin will go to it. Wer ist Armin? Armin Fee. Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Hey, soll ich da jetzt wieder rein? Ich sag ganz ehrlich, das Spiel hat sehr viel Potenzial. Ich glaube, die Vollversion ist noch gar nicht draußen. Das ist halt auch wirklich ein sehr unbekanntes Spiel, aber von der Atmosphäre, vom Gameplay, von der Story her. Ja, ich halte euch einfach auf dem Laufenden. Ansonsten, Tschüssikowski, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich.